FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Jupp Heynckes hat Juventus Turin schon in einem noch wichtigeren Spiel bezwungen. 1998 war das im Finale der Champions League mit Real Madrid. Hallo, Herr Heynckes. Wir sind hier in der Kabine, wo sonst eigentlich nur noch der Osterhase außer den Spielern rein darf. Sagen Sie, viele beziffern die Chancen jetzt gegen Juventus Turin auf 50-50. Sind Sie ein bisschen optimistischer? Ja, ich möchte das nicht in Prozenten ausdrücken, nur das ist eine absolute Top-Mannschaft, die beste Italiens, im letzten Jahr Meister, sie werden in diesem Jahr wieder Meister und haben in den letzten 3-4 Jahren alles richtig gemacht, weil Juve war ja zwangsversetzt in die zweite Liga und haben eine ganz neue Mannschaft zusammengestellt, haben mit Pirlo einen Weltmeister geholt, der auch so Fußball spielt im defensiven Mittelfeld und deswegen ist es eine Mannschaft, die sicher zu den Mannschaften gehören, die auch die Champions League gewinnen können. Sehr stabil, sehr strukturiert ist das Spiel von Juventus Turin. Hilft da Tempo auf unserer Seite? Kann da ein Vorteil liegen? Ja, ich denke, dass viele Faktoren morgen eine entscheidende Rolle spielen. Einmal muss man wissen, wie spielt Juventus. Das ist eine zwar auf der einen Seite typische italienische Mannschaft im Defensivverhalten, aber das ist auch eine Mannschaft, die sehr gut nach vorne umsetzt, sehr schnell. Sie spielen sehr gut in der Vorwärtsbewegung, vor allen Dingen im Konter. Und da gilt es natürlich auch für unsere Abwehr immer aufmerksam zu sein und nicht zuzulassen. So wie es aussieht, sind alle fit. Ist es für Sie eigentlich immer wieder die größte Herausforderung? Zum Beispiel, was mache ich jetzt mit dem erstarkten Arjen Robben? Also dieses Puzzle immer wieder aufs Neue zusammenzusetzen? Ja, aber das ist nicht nur, wir haben drei Sturmspitzen, drei Torjäger, sondern wir haben auch vier Top-Spieler auf den Außenpositionen mit Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben und Serdan Shaqiri. Und dann ist es natürlich für mich nicht leicht, immer die richtigen Spieler auszuwählen, beziehungsweise auch Top-Spielern zu sagen, du, heute bist du nicht von Anfang an dabei. Das ist ganz klar. Aber wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, weiß das von vornherein, dass man einen hochqualifizierten und Top-Spielerkader hat und dass auch jeder dann mal damit rechnen muss, dass er nicht von Anfang an spielt. Wir sind also hier in der Spielerkabine. Wo ist dann genau Ihr Platz, wenn es morgen ernst wird, hier in der Mitte? Nein, ich stehe immer an der Kopfseite und möchte alles im Blickfeld haben und meine Spieler sehen, wenn ich zu ihnen spreche. Und dann hoffe ich, dass wir Gutes zu besprechen haben. Aber das wird nicht einfach. Vielen Dank, Jupp Heynckes. Die Vorfreude ist Ihnen auf jeden Fall anzusehen. Sie müssen jetzt in die internationale Pressekonferenz. Da ist Thomas Müller schon und er weiß genau, dass die zuletzt einzige Schwäche vom Trainer heute auch noch mal deutlich angesprochen wird. Wir wissen selbst, weil du es ja ansprichst, dass wir in der jüngeren Vergangenheit zu viele Gegentore durch Standardsituationen bekommen haben, was eigentlich die ganze Saison davor nicht der Fall war. Da waren wir eigentlich sehr sicher, auch bei gegnerischen Standards. Und da muss man einfach die Szene nochmal genau anschauen und sich dann gegnerspezifisch genau darauf einstellen, was zu tun ist, damit es nicht wieder passiert, weil auch solche Tore zählen leider. Soweit Thomas Müller. Juventus Turin ist schon seit gestern in der Stadt, hat aber eben auch nicht besseres Wetter mitgebracht. So gegen 17:30 Uhr sind Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo und Co. dann ins Hotel eingecheckt. Das Abschlusstraining findet heute Abend um 19 Uhr in der Allianz Arena statt. Der FC Bayern verzieht sich jetzt wieder nach Hause an die Säbener Straße, um da abschließend die Dinge dann für morgen zu richten. Wir wünschen noch einen schönen Ostermontag. Bis dahin, Servus miteinander.